Von einigen heißt es, die Regierung hat da was durchgepeitscht, was jetzt ohnehin zu spät kommt, um die Omikron-Welle abzufangen. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum die Regierung dennoch diese Impfpflicht jetzt durchführt? Zuerst, als sich die Regierung entschlossen hat, im vergangenen November diese Impfpflicht einzuführen, war von Omikron noch kaum die Rede. Diese Variante ist gerade dann erst angelaufen. Niemand wusste, wie sie sich entwickelt wird. Es braucht natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit, um das zu diskutieren. Wir haben gewusst, dass 3 Monate sehr wenig sind. Allerdings befinde ich es sehr gut, dass heute dieser Entwurf vorgestellt wurde, der morgen, also der ausverhandelte Entwurf, auch mit der Opposition, mit Teilen der Opposition, der morgen im Gesundheitsausschuss diskutiert und vorab beschlossen wird und dann am Donnerstag im Parlament beschlossen werden soll. Und ich halte auch das Drei-Phasen-Modell für richtig und wichtig. Erstens können sich die Menschen dann auch darauf einstellen. Auch diese 3 Monate Diskussion waren ja schon eine Zeit, in der sich die Menschen darauf vorbereiten konnten. Niemand von uns weiß, was möglicherweise nach Omikron kommt. Niemand von uns weiß, ob es tatsächlich im Sommer oder im Frühjahr, im Sommer wieder ganz locker sein wird, wie wir das die letzten 2 Jahre erlebt haben. Ich möchte dann gerne die Kritiker hören, wenn dann eine andere Variante kommt und die vielleicht nicht so locker im Sommer ist, was die Kritiker dann sagen, warum man jetzt solche Eile hat. Ich finde es auch gut, dass dieses Gesetz die Möglichkeit bietet, mit Verordnungen, die dann im Hauptausschuss des Parlaments beschlossen werden müssen, flexibel zu sein und sehr rasch sich anzupassen an mögliche Varianten in beiden Richtungen, mit Verschärfungen, aber auch mit Erleichterungen. Mhm. Aber wie bewerten Sie die Tatsache, dass hier eben jetzt gilt ab Februar, aber erst ab Mitte März dann tatsächlich mit Strafen exekutiert wird? Auch das ist völlig in Ordnung, denn gerade jene, die das jetzt kritisieren, waren diejenigen, die sich überhaupt aufgeregt haben, dass es Strafen geben wird. Und dass man dann sofort damit strafen wird, das ist eine Einschleifphase, eine Gewöhnungsphase, wo die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es diese Impfpflicht gibt, wo breit informiert wird, wo die Personen, die noch nicht geimpft sind, auch angeschrieben werden, ermuntert werden, ermutigt werden, wo Gespräche stattfinden können. Ich habe heute am Vormittag auch bei der Pressekonferenz gehört, es wäre gut, oder in einem Kommentar, es wäre gut gewesen, wenn in den Impfstationen auch Ärzte gewesen wären, die aufklären. Also ich kann es nicht über alle Bundesländer hin sagen, aber in Wien war für jeden, der sich impfen ließ, egal ob es die erste, zweite oder dritte Impfung war, eine ärztliche Aufklärung vorgesehen und wurde auch vorgenommen. Und zwar teilweise auch sehr ausführlich. Das heißt, dieser Vorwurf geht zumindest, was Wien anlangt, ins Leere. Das kann ich bestätigen. Also bei meiner dritten Impfung in Wien habe ich dieses Gespräch ebenfalls im Austria Center Wien bekommen. Aber eine andere Frage. Es wird ja jetzt auch für 775.000 Menschen dann brenzlig werden. Die haben eben die erste oder die zweite Auffrischungsimpfung. Und jetzt soll es ja dann ab 1. Februar so werden, dass die dann nur noch 6 Monate gültig sind. Also auch diese Menschen werden dann unter Zugzwang sein, sich den dritten Stich schnell verpassen zu lassen. Dann wird es wahrscheinlich vielleicht einen vierten geben. Glauben Sie, das wird jetzt auch von dieser Gruppe so positiv aufgefasst werden wie bisher? Also ich denke, dass diese Gruppe nicht so schwierig sein wird als eingefleischte Impfgegner oder ganz große Skeptiker. Weil dadurch, dass sie ja den ersten und den zweiten Stich bereits erhalten haben, zeigen sie ja, dass sie nicht Angst vor der Impfung haben. Also dass sie in der Regel werden sie wahrscheinlich erlebt
keine Impfreaktionen oder sehr geringe Impfreaktionen erlebt haben. Und wenn es an der Zeit ist, sozusagen eine Auffrischung zu machen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch diese Gruppe eine Auffrischungsimpfung genauso unkompliziert erhalten wird, wie das bisher der Fall war. Ja, natürlich problematisch ist es da mit denen, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Viele Menschen haben, und das sagen auch Experten, eben Angst vor den mRNA-Impfstoffen. Jetzt hat auch der Virologe Dr. Norbert Novotny indirekt kritisiert, dass man dann gleich hätte warten können auf Valneva oder Novavax, die dann in den nächsten Monaten eben ebenfalls zum Impfen zur Verfügung stehen werden, weil diese Menschen sich dann eher impfen lassen würden. Und jetzt hat man eigentlich dann nur unnötige Verwaltungsverfahren mit diesen Strafverfügungen, 1,4 Strafverfügungen, damit rechnet man ja jetzt schon. Also ich denke, dass man gerade mit der Tatsache, dass man bis zum 16. März keine Strafen ansetzt, die Möglichkeit gegeben hat, hier zumindest zum ersten Stich zu gehen oder sich mit Novavax, das angeblich ab 21. Februar zur Verfügung stehen soll. Und ich kenne eine Reihe von Menschen, die bereits eine Vormerkung dafür haben. Man kann dann sicher mit der Verordnung auch die Möglichkeit schaffen, wenn es diese Vormerkung gibt, zumindest noch eine kleine Nachfrist zur Verfügung zu stellen. All das ist möglich, spricht aber nicht dagegen, dass man die Impfpflicht jetzt mit 1. Februar einführt, dass sie in drei Phasen in Kraft tritt. Und dass wir es damit schaffen, möglichst 80, wenn nicht noch besser, 90% der österreichischen Bevölkerung zu immunisieren, zu schützen und für weitere mögliche Varianten, von denen niemand weiß, ob sie kommen oder nicht, gewappnet zu sein. Jetzt hat auch Deutschland vor, eine Impfpflicht einzuführen. In Italien gibt es bereits eine ab dem 8. Januar für über 50-Jährige. Davor gab es ja schon die Impfpflicht für verschiedene Berufsgruppen. Warum kommt es Ihrer Meinung nach jetzt in Österreich zu spät oder zu früh? Vielleicht noch einmal abschließend eine Einschätzung. Ich denke, es ist weder zu spät noch zu früh. Man hat gehofft, dass man sich diesen Schritt erspart. Sie wissen, niemand in Österreich wollte das. Es hat am Anfang eine immense Ablehnung in allen Parteien gegeben. Aber die Realität hat gezeigt, dass wir offensichtlich ohne diese Impfpflicht nicht auf die Durchimpfungsrate kommen, die wir brauchen, um alle zu schützen. Omikron ist keine das Coronavirus in all seinen Varianten ist keine Privatsache. Es ist eine Epidemie, eine Pandemie, eine weltweite Epidemie, wo die Regierung und die Regierungen verpflichtet sind, die Bevölkerung zu schützen, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Und wenn das nur mit einer Impfpflicht möglich ist, und das scheint in Österreich doch so zu sein, dann ist es auch erlaubt und legitim. Das bestätigen ja auch alle Verfassungsjuristen. Sie glauben also nicht, abschließende Frage, dass der Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz noch kippen könnte? Das kann man nie ausschließen, weil es kann ja manchmal auch kleine Passagen in einem Gesetz geben, an denen man vielleicht Fehler finden kann. Das kann insbesondere in dem immensen Tempo, in dem das Gesetz in den letzten Wochen und Monaten entwickelt, ausgesandt, überarbeitet, neu verhandelt wurde oder mit der Opposition auch und mit dem Koalitionspartner verhandelt wurde, dass es hier kleine Fehler geben kann. Aber an sich glaube ich, dass die Regierung sehr viele auch Verfassungsrechtler mit einbezogen hat, um eben sicherzustellen, dass dieses Gesetz auch dem Verfassungsgerichtshof standhält.
Ab dem 16. März kann also die Polizei im Rahmen von Kontrollen den Impfstatus erheben und anzeigen, heißt es hier ebenfalls in diesem Gesetzestext. Befürchten Sie auch, wie manche Kritiker, dass man dann jederzeit an der Straße angehalten, kontrolliert werden könnte? Was ist, wenn man das Handy nicht dabei hat? Die meisten Menschen haben ja den Impfpass auf dem Handy, dass man da sofort bestraft werden könnte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist. Wie sehen Sie das? Das stimmt ja auch nicht. Wenn Sie die Pressekonferenz gehört haben, hat es gesagt, man kann natürlich den Nachweis nachbringen. Aber an sich gibt es in Österreich ja eine Ausweispflicht. Auch da muss ich einigen widersprechen. Jeder von uns müsste theoretisch immer einen Ausweis bei sich haben, weil es kann ja sein, dass man aus irgendeinem Grund angehalten wird. Niemand diesem Land wird willkürlich jetzt Menschen auf der Straße anhalten. Ich kenne wenige Menschen, die ein Handy besitzen und es nicht mithaben, immer nur dann, wenn man es wirklich zu Hause vergisst. Und da wird, zumindest kann ich das für mich sagen, werde ich immer sehr unruhig, weil für mich das Handy auch ein Sicherheitsfaktor ist, mit dem ich jederzeit, egal in welcher Situation, auch Hilfe rufen kann und mir Hilfe holen kann und auch erreichbar sein kann. Das heißt, ich würde mich da nicht fürchten und die Menschen, die kein Handy haben, können gerne ihren Impfstatus ausgedruckt in ihrer Geldbörse mitführen. Jede Apotheke druckt Ihnen den Impfstatus aus, auch wenn Sie keinen Computer und keinen Drucker haben. Sie brauchen nur Ihre E-Card in einer Apotheke vorlegen und Sie bekommen einen Ausdruck Ihres aktuellen Impfstatus.